Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forest Village. Hier in Synapsia. Wir haben wieder freie Sicht, fällt mir gerade mal so auf. Das habe ich eben. Was brennt denn da hinten? Da brennt der Scheiterhaufen. Wer ist denn gestorben? Da ist jemand an Altersschwäche gestorben. Der Jäger Theodore. Ui, das ist blöd. Petri Heil, eben mal kurz. Das ist nicht gut. Da hinten hat er anscheinend gewohnt. Hallo? Tut mir leid, Jäger. Naja. Ein ewiger Kreislauf. So, wir haben zwei Felder. Hier haben wir, natürlich fressen die Hühner Hafer und nicht Flachs. Das ist Quatsch. Ich habe das Richtige gemeint und das Falsche gesagt. Wieso macht er hier nicht? Achso, wir machen auf Warp 5. Genau. Hier wird noch angepflanzt. Dort. Hier haben wir 4 eingesetzt, gell? Ja. So, der jetzt nachkommt, wird einen Jäger ersetzen. Wenn wir auf 5 sind. Und die Fischer müssen wir mal aufstocken. Die haben mich gerade durchgetauscht. Jäger weg. Und jemand ist erwachsen geworden. Irgendwie langsam kann ich das Lied auswendig. Kompletten Text. Aber immer noch gut. Mir gefällt's. Manch einer hat gesagt, boah, das nervt, die Musik. Ich weiß nicht. Ich kann das trotzdem im Kreis hören. Alles gut. Aber so ein, zwei Songs sollen noch kommen. Wenn man sich die Roadmap vom Spiel anguckt, werden auf jeden Fall noch weitere Lieder reinkommen. Und ich hoffe in gleicher Qualität, weil das ist schon wirklich, also für einen relativ kleinen Titel, ist es auf jeden Fall sehr geil. Wir sind im späten Frühjahr und die Äpfel sind fast fertig. Das ist echt gut. Das ist gut. Das tut ja noch, dass hier die Äpfel rauskommen. Wir haben auch kaum Felder jetzt in Pause, ne? Wir haben gar kein Feld in Pause. Das ist noch besser. Sehr gut. Sehr gut. Komm, jetzt wird mir jemand erwachsen. Wir sind schon auf Warp 5. Das muss doch mal langsam was werden. Da kannst du halt auch nur warten, ne? Du hast halt echt so keine Chance. Aber es dürfte irgendwie demnächst mal so plöpp machen und... Okay, da ist ein Baby auf jeden Fall zum Jugendlichen geworden. Plöpp machen, dann sollten wir diverse Jugendliche dazu bekommen. Jetzt. Jugendlicher ist älter geworden. Sehr gut. Du wirst zum Jäger. Das Erbe der Ahnen. Antreten. Okay, wir haben zwei Bäcker, die backen Brot. Alles klar. Boah, ey, das ist ja gefährlich hier. Irgendwie geht uns gerade das Gemüse aus. 12 Brot immer blub weg. Fleisch, Fisch. Fisch brauchen wir auch. Irgendwie Fisch kommt auch nicht so nach. Gut, weil sie das alles natürlich wegfressen, ne? Ich überlege gerade. Das hört ihr vielleicht. Es knirscht so ein bisschen. Hier haben wir 5. Wie viel passen denn in so ein großes Haus? Ist das hier, würde das hier überhaupt hinpassen? Ja, theoretisch ja. Ich überlege gerade, ob wir ein Haus abreißen und ein neues dorthin bauen. Und die Frage, haben wir genügend Platz? Ich fürchte nicht. Scheune, das ist alles bauen. Das ist noch ein Haus. Ach, ist ja interessant. Guck mal, Christian mit K. Christian mit K, die Schreibweise. Das ist sehr interessant, das ist selten. Eigentlich immer nur, wenn es ein Doppelname ist. Hans Christian. So, wir brauchen Obst. Ah, das wird aber bald passieren. Noch ist was da. Wie sieht es mit dem Gemüse aus? Können wir schon irgendein Feld auf Ernten stellen?
Das ist alles noch viel zu früh. Na, hier können wir bald auf Ernten stellen. So ein bisschen warten. Da haben wir noch einen Arbeiter, das ist gut. Hier haben wir alle vier eingesetzt. Die dürften auf jeden Fall im Sommer dürften die fertig sein hier mit ihrem Ernte sozusagen. So, wir haben einen, den wir noch einsetzen können. Wo können wir den denn einsetzen? Ich würde sagen, bei den Fischern. Ja, wenn Häuser upgraden, können wir auch mal überlegen, ob wir das machen. Aber das ist halt vom Material, ist echt unwirtschaftlich. Was brauchen die denn für so ein Upgrade? Wollen wir mal gucken mal. Aber mir ging es auch eher darum, hier ein bisschen das zu entzerren, den Dorfkern. Weißt du, noch ein bisschen weniger Häuser, noch mehr vielleicht ein Feld dazwischen und lieber nochmal irgendwie verteilt nochmal ein Haus zu setzen. Weil es ist halt immer schwierig. Okay, pass auf. Der geht jetzt auf Ernten. Der wird auch auf Ernten gehen, weil bis der fertig ist. Der hat 150. Eigentlich noch zu früh. Der ist bald soweit. Der braucht noch ein bisschen. Also die Hühner werden auf jeden Fall nicht hungern. Hm. 43 ist noch ein Baby nachgekommen. Problem ist halt, dass hier insgesamt 5 Häuser stehen und diese 5 Häuser, die gehen natürlich direkt an das Lager. Und das ist eigentlich doof. Eigentlich braucht man das ein bisschen mehr verteilt. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem überfüllten... Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Okay, das Fleisch und Fisch werden hart aufgebraucht. Aber ist auch klar, ne? Du bitte ernten. Der erntet schon. 442 Kartoffeln. 400, 300. Na, hier können wir auf jeden Fall auf Ernten drücken. Das mache ich, dass das ganze Fleisch jetzt aufgebraucht wird. Das wäre nämlich irgendwie doof. Wie weit sind die Bäume? 500. Fehlt eigentlich nicht mehr viel. Eigentlich ist nicht mehr viel. Ich finde, dass Häuser-Upgraden sich nicht unbedingt lohnt, weil es kommen nicht wesentlich mehr, ich glaube, Einwohner mehr oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, was das Upgrade wäre. Wir können uns mal eins angucken. Kapazität auf 6, genau. Einer kann mehr drin wohnen, ne? Und gut, das Glück wird gestärkt. Hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft. Das heißt, es kommen besser Leute nach. Was kostet das denn? 150 Holz haben wir locker. Ach komm, wir machen das mal. Ich upgrade dieses Haus hier. Mache ich jetzt einfach mal. So, Upgrade. Verbesserung. Achso, wir sollten vielleicht einen Bauarbeiter einsetzen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Den ziehen wir bei den Holzhackern ab und setzen ihn hier ein. So. Hoffen wir, dass langsam jemand nachkommt, ne? Ich guck gerade hier nochmal durch, aber ne, wir haben die Altersschwäche. Bauer Milan. Oh, wo fehlt denn der jetzt? Hier. Oh. Das ist schlecht. Den Flachs brauchen wir auf jeden Fall. Ziehen wir den einen Jäger ab und setzen den hier ein. So. Wir haben jetzt alle kein Häuschen. Ich hoffe, der Umbau wird einigermaßen schnell vonstatten gehen. Wir sind ja noch im Sommer.
Weißt du was, ich ziehe den komplett beim Brennholz ab und lass den Ausbau durch die 2 machen. Ne? Los, Priorität hier drauf. Baut die Hütte um. Los! Go, go, go! Sind denn meine Bau... Geht's jetzt los? Hä? Ah, die bringen das Material hin, genau. Hoffentlich schaffen wir das noch in diesem Jahr. Sonst haben wir... Sonst müssen wir auf der Straße leben. Auch nicht so geil. So, hier wird abgebaut. Ich glaube, die Hühner haben jetzt echt genügend. Aber der Hühnerhirte, oder wie man das nennt, also der Verwalter, der hat, glaube ich, bald Probleme. So, wie sieht's denn aus? Ah ja, die sind am Ernten. Ihr fangt jetzt auch mal an zu ernten. Ihr könnt auch ernten. Und du kannst auch mal ernten. Den Hafer, wenn der fertig geerntet hat, ist erstmal auch Pause. Okay, 60. Den setze ich dann direkt als Schneider ein oder lasse ich ihn noch? Nee, ich lasse ihn noch eine Runde Flachs machen, genau. Aber Hafer ist jetzt, glaube ich, für die Hühner erstmal mehr als genügend. Zumal wir hier 2 Felder haben, die gerade abgebaut werden. Nein, der Gärtner ist verhungert. Was, der Gärtner? Der Gärtner? Sind es die, die auf dem Feld arbeiten oder was? Wo fehlt er denn? Hat das jetzt hoffentlich richtig abgezogen? Ah, bei den Äpfeln, okay. Das ist aber jetzt... maximal uncool. Okay, die ernten beide schon. Ich brauche einen mehr. Ich muss einen Bäcker abziehen. Auch den. Was ist denn mit dem Haus-Upgrade? Wir sind schon im Spätsommer und die sind noch immer am Material hin und her schaffen. Das ist echt schlecht. Es war vielleicht nicht so der Trick, das hier mitten im Sommer zu machen. Naja. Gut, aus Fehlern kann man lernen, ne? Du kümmerst dich um die Hühner, du schläfst halt auch bei den Hühnern. Ah ja, warte mal. Ne, den wollte ich nochmal Flachs machen lassen. Aber hier, der Hafer. Wenn der abgebaut ist, ziehe ich den ab. Den können wir sowieso nicht mehr Bauarbeiter einsetzen. Mehr geht nicht. Komm, bau den Hafer ab. So, jetzt, komm, go, go, go. Zweimal geschöpft und dann geht's weiter. Jugendliche Elise ist verhungert. Gehungert? Wo fehlt denn das Material? Hab doch genügend. Alles da. Sonst noch jemand Hunger? Nö. Naja, gut. Die sterben, weil man sie obdachlos gemacht hat. Naja, gut. Kann eingesetzt werden. Sehr gut. Brot. Das ist ja echt dämlich. Warum verteilen die sich denn nicht auf die Häuser? Und vor allem, warum geht der Bau hier nicht voran? Ich mache nochmal Gebäudepriorität hoch. Also das Upgrade, das mache ich nicht nochmal. Das ist mir viel zu gefährlich. Ah, jetzt fehlen nur 50 Steine. Gut, dann sollte der Ausbau aber relativ schnell gehen, würde ich sagen. Ah, hier, 0. Ein weniger. Den packen wir wieder auf den Bäcker. Ne, den Bäcker haben wir schon. Okay,
Okay, wenn der mit dem Hafer durch ist, sind wir da auch durch. Hier habe ich 4 eingesetzt, oder? Ja, habe ich 4. Wie viel arbeiten denn hier? 8. Ich weiß nicht, wo der... So. Der ist auf Pause. Der kann ruhig noch ein bisschen flachsen. Tja, und dann noch 2 Steine. Jetzt kommen die 2 Steine. Jetzt. Und jetzt geht's los. Bauen. Los. Bauen. Toll. Wie viel haben wir? Gärtner, Arbeitsschwäche. Okay, das ist nicht schlimm. Sind das hier, gelten die als Gärtner? Ne, Bauer. Ah, hier. Ah, alles klar. Dann machen wir einen Bäcker weniger und so. Ah ja, jetzt wird das Haus umgebaut. Wir sind im Herbst, ihr müsst mal langsam fertig werden, sonst haben wir ein Problem. So, da wird der Dachstuhl abgenommen. Oh ja. Screenshot Hype. Mit Baugerüst, ist das nicht geil? Das finde ich echt schon schick. Na gut, das Haus wieder gedeckt. Wir können wieder, die Leute sind nicht mehr obdachlos. Das ist echt blöd, ne? Das hätte ich nicht machen sollen. Naja. Gut. Lachs lasse ich nochmal laufen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Das können wir, da können wir einen abziehen. Weiß nicht, wo ich die... Hier vielleicht noch einen mehr. Ja, passt noch. Oh, Moment, ich habe auch das eine Menü ausgeblendet. Da, wir haben nämlich noch einen über. Setzen wir bei der Bäckerei wieder ein. Da können wir auch abziehen. Wie viele Felder haben wir denn noch effektiv? 1, 2, also das heißt, wir haben 4. Plus 3 sind 7. Und wie viel haben wir eingesetzt? 7. Ja, dann sind die jetzt voll besetzt. Ah ne, Moment, der hier noch. Also kann hier noch einer dazu. 8. Genau. Und du erntest direkt wieder. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Flachs. Okay. Hier können wir auch abziehen. Können wir doch noch einen mehr machen? Moment, geht der jetzt hier wieder aufs Feld? So, hier einer mehr? Ja, das war der richtige. Ist ein bisschen blöd mit der Verteilung, muss ich sagen, dass er das so komisch verteilt. Die habe ich abgezogen. Ja, passt, passt. Okay, also das mit dem Haus-Upgrade, das musst du echt bedacht machen. Das ist nicht so, wie Minias das jetzt gemacht hat. Aber es sieht schick aus, muss ich sagen, mit diesem aufgestockten. Dass da nur ein Raum dazu kommt, ist ja auch irgendwie... Ja, karge Räume, ne? Dass da nur ein Platz mehr dazu kommt, ist ja auch eigentlich ein Witz, ne? Weil man komplett einen Dachboden eigentlich noch drüber hat. Ja, cool. Gut. Eine Herberge bauen, das wäre auch noch was, ne? Wir könnten, ich würde sagen, weißt du, was wir machen? Genau, das ist die Apotheke, ne? Die ziehen wir ab, weil die herbergt hier, nimmt sowieso nichts, sammelt sowieso nichts. Die Herberge, ja, die passt hier rein. Das ist perfekt. Die kommt hier rein und die Kräuterhexe kommt weg. Würde auch so dahin passen, wenn wir das hier begradigen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt hier auf Warp 1. Blendet das Menü aus. Und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wir haben Pläne für die nächste Folge. Wir werden die Kräuterhexe ausziehen lassen, werden eine Herberge bauen, sodass die Leute nicht uns verhungern, wenn wir nochmal so einen Umzug oder so ein Upgrade machen. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen upgraden und das Glück erhöhen in den Gebäuden. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und zwar schon morgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.